Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Papa, bester Mann. Yo, was geht ab, meine Freunde? Meti am Start und herzlich willkommen zurück zum Karrieremodus mit Borussia Dortmund, Freunde. Vielen Dank für euren tollen Support in der letzten Folge, unter der letzten Folge, auf der letzten Folge, was auch immer. Und wir haben fast 2000 Likes geknackt. Wäre super, wenn wir wieder rankommen würden. Ihr könnt mehr, glaube ich. Und heute haben wir einige besondere Sachen, Freunde. Die werde ich euch jetzt ganz schnell zeigen, zu dem Plan für diese Folge. Und da gehen wir auf den Kalender. Und zwar haben wir den HSV, gegen den wir jetzt spielen. Da wird es schon ein besonderes Spiel. Danach spielen wir gegen die Bayern. Das wird ein Topspiel. Dann spielen wir auch selber gegen Legia Warschau. Habt ihr euch nämlich gewünscht. Und gegen Eintracht Frankfurt werden wir simulieren. Und dann mache ich quasi das vom letzten Mal gut. Ja, es war nicht so clever, das Sporting-Spiel zu simulieren, gebe ich zu. Und ich habe euch gebeten darum, dass ihr Transfervorschläge schon mal in die Kommentare schreibt. Da habe ich auch eine Wunschliste angefertigt. Und die schauen wir uns nach dem Hamburg-Spiel an, weil, wie ihr sehen könnt, ja, wir können jetzt noch nicht groß was machen, aber ihr könnt jetzt schon aktiv in den Kommentaren nochmal sein, um zu schreiben, wen wir holen sollen. Und wir haben ja gesagt, warum geht die Transferphase denn erst im Januar los? Was ist das denn für ein Kappes, Freunde? Das ist ja mal richtiger Kappes. Okay, dann müssen wir uns da noch ein Stück weit drauf einstellen. Habe ich das hier ein bisschen verpeilt? Egal, Freunde, egal. Dortmund-Trikot im Hintergrund. Ich habe mein Pulli an. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich werde nicht rückfällig, aber der Husten kommt ab und zu wieder. Deswegen kleide ich mich lieber ein bisschen wärmer ein. Und dann habe ich auch ein... Ja, ich meine, ist nicht so, dass ich hier in der Kälte wohne. Aber ihr wisst Bescheid. Mit dem Pulli fühlt man sich dann ein Stück weit wohler. Und jetzt geht's gegen den HSV. Und ich habe gesagt, das ist was Besonderes. Denn wir spielen quasi gegen den Peterle, Crossover, so quasi nach dem Motto, er macht ja auch einen Karrieremodus mit dem HSV. Und er spielt in seiner Folge, die gestern kam, auch gegen uns, Freunde. Also checkt auf jeden Fall mal den Link in der Beschreibung aus. Da gibt's das Video von Peterle, wie er gegen uns abschneidet. Und wir spielen jetzt als erstes gegen Peterle und seinen HSV. Also ich bin mal gespannt, wie wir... Ja, wir müssen eigentlich... einen Sieg holen. Ein Sieg muss drin sein oder erster Sieg auf Legende muss jetzt drin sein und ich würde sagen, ich mache die Mannschaft und dann geht's los. Ich habe mich für folgende Aufstellung entschieden, Freunde. Es ist eigentlich die Startelf. Feigl ist draußen, weil er ein bisschen müde ist, aber sonst ist das eigentlich die Top-Aufstellung. Ich würde sagen, da spricht auch nichts gegen und ja, jetzt müssen wir zusehen, dass wir 3 Punkte aus Hamburg entführen. Und ich würde gerne an dieser Stelle, bevor ich jetzt ins Spiel reingehe, Freunde, noch ein paar Sachen klären. Einige hatten geschrieben gehabt, warum nennt er den Papa? Der heißt doch Papastastastopoulos, irgendwie so in die Richtung, nicht Papadopoulos. Aber er wird auch Papa genannt, das habt ihr, glaube ich, im Intro gesehen. Dann die nächste Frage, was ich denn so gegen RB habe. Es wird wahrscheinlich ein Video online kommen, hoffentlich genau zum selben Zeitpunkt, vielleicht auch ein bisschen früher. Ich werde auf jeden Fall verlinken auf meinem deutschen Kanal, den könnt ihr auch gerne auschecken. Und da werde ich in einem Video versuchen zu beschreiben, was ich gegenüber RB empfinde, wie ich diese ganze Sache sehe. Natürlich darf jeder seine Meinung haben, ich respektiere auch jede Meinung, aber ich stehe auch zu meiner Meinung. So müsste man das halt sehen. Und deswegen, das kam halt öfters, was ich denn gegen RB hätte. Und ja, deswegen checkt es auf jeden Fall mal aus, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Spiel und klatschen Hamburg weg. Hoffentlich klappt es. Ich bin wirklich noch nicht so ganz sicher auf Legende. Es wird ein schweres Spiel. Let's go. So, da sind wir dann auch schon, Freunde. Volksparkstadion wartet auf uns. Und HSV finde ich schon ein Stück weit schade, dass die wieder da unten drin sind. Jetzt der Labbadia weg. Jetzt, Peterle passt ja halt. Der hat halt genau einen Verein genommen, wo der Trainer auch gewechselt wurde. Aber ich hätte mir gewünscht, dass die diese Saison mal ein bisschen weiter oben mitspielen. Habe ich auch so getippt gehabt. Die haben die Spieler auf jeden Fall. Und vor allem mit Halilovic ein Mega-Talent gekauft. Wo ich mir viel von erhoffe eigentlich. Und deswegen, ich... Ich glaube, die Hamburger, die kommen da unten noch raus. Was denkt ihr darüber? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt haben wir Ousmane Dembélé. Oben wird nochmal die Tabelle eingeblendet. Wir müssen punkten, Freunde, sonst ziehen die Bayern vorbei. Und ich würde ganz gern vor den Bayern stehen, wenn wir gegen sie spielen. Aubameyang holt sich den Ball wieder. Jetzt der Ball durch auf Guerrero. Und was eine Grätsche von Giroud. Richtig gut gemacht. Schade. Dembélé, guckt euch diesen Jungen an. Der zieht einfach an allen vorbei. So, was machen wir? Wir bringen die Flanke auf 2. Und da ist Aubameyang. Oh, Freunde, wenn das klappt, dann ist das ein geiles Tor. Oh, was eine Balleroberung von Aubameyang. Das ist doch unglaublich. Aubameyang lässt ihn stehen. Aubameyang, Aubameyang, Aubameyang. Aubameyang, Aubameyang. Aubameyang, Aubameyang. Aubameyang, Aubameyang. Aubameyang. Freunde, auf Legende haben wir da den Ball erobern können.
Ich weiß nicht wie. Und ich habe da wirklich nichts umgestellt. Also das ist mir auf Weltklasse kein einziges Mal passiert. Und hier klappt es auf einmal perfekt. Ich guck nochmal, nur dass ihr Bescheid wisst. Kamera, bla bla blub. Ich weiß gar nicht, wo man das einstellt. Hier, ich habe alles auf 50 stehen. Ich weiß nicht, ich weiß bei anderen YouTubern, der Hansus, der fand es ein bisschen zu einfach. Kann ja sein, aber bei mir, ich habe nichts umgestellt, Freunde. Ist alles auf Standard. Und jeder kommt halt anders klar mit dem Computer. Und es gibt auch Leute, die gegen den Computer nicht spielen können, aber in echt richtig gut sind da, also gegen andere. Es kommt immer drauf an, hier können wir uns durchsetzen. Aubameyang sticht wieder zu, Freunde. Nachdem er in der letzten Folge ja richtig on fire war. Geil. Pierre-Emerick Aubameyang. Marco Reus, jetzt nochmal in die Mitte, da ist Guerrero. Guerrero auf Aubameyang. Aubameyang auf Marco Reus. War der im Abseits? Nein, die Fahne bleibt unten und Marco Reus macht das Ding rein. Und jetzt sind wir richtig gut im Spiel, Freunde. Marco Reus, Vorlage von Aubameyang, Freunde. Ganz stark gespielt. Ich habe kurz gedacht, es wäre Abseits, aber ich glaube, es war einfach perfekt getimed. Wir schauen nochmal drauf. Ja, okay, von hier können wir es schlecht beurteilen. Aber es sieht echt krass. Oben müsste auf der anderen Seite einer das Abseits aufgehoben haben. Ich weiß es nicht, aber Rolls-Royce versenkt diesen Ball. Wir liegen 2-0 vorne. Ganz stark. Zweites Tor in der Bundesliga. Oh, das ist natürlich ganz stark gemacht. Kurz vor der Pause kommt Hamburg durch Pierre-Michel Lasogga ran. Und da habe ich keinen Zugriff bekommen. Mit drei Leuten. Aaron Hunt steckt den dann durch. Und dann war es halt hier. Den macht der Lasogga auch im Schlaf rein. Und das war, ja, ich habe keinen Zugriff bekommen. Scheiße. Dembele liegt am Boden. Hoffentlich steht er wieder auf. Nein. Dembele muss raus, Freunde. Usman Dembele muss raus. Wir werden André Schürrle auf die rechte Seite bringen. Kurz vor der Halbzeit. Zur Halbzeitpause. Relativ ausgeglichenes Spiel. Wir haben beide unsere Chancen genutzt. Die eine Flanke mit dem Kopfball war noch relativ gut. Passgenauigkeit ziemlich gleich. Und die Zweikämpfe ganz klar auf der Hamburger Seite. Ballbesitz auch. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier nicht zu defensiv spielen, dass wir uns da nicht einmummen, weil dann fällt irgendwann das Tor. HSV macht Druck, Freunde. HSV macht Druck. Oh, die Flanke ist sehr gut, aber Birki hat einen. Puh. Freunde, wir werden jetzt noch zwei Wechsel tätigen. Ich werde den Bachtra auf die rechte Seite stellen und den Kagawa noch in die Mitte als ja ein bisschen frischer Mann da, weil der Guerrero ziemlich am Ende ist mit seinen Kräften. Und der Bachtra soll mal die rechte Seite ein bisschen zumachen. Dieser Santos gefällt mir gar nicht, was der da veranstaltet. Wobei auf der anderen Seite der Müller ja auch nicht ungefährlich ist, aber ich habe mich jetzt für die rechte Seite entschieden. Wir müssen jetzt hier irgendwie über die Zeit kommen. 10 Minuten noch. Oder noch einen Konter gleich fahren. Und das Spiel ist rum, Freunde. Das Spiel ist rum. Wir nehmen die 3 Punkte aus Hamburg mit. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir hier noch einen kassiert hätten, das wäre richtig bitter geworden. Ihr könnt sehen, wir hatten zwar die Schüsse in der zweiten Halbzeit noch, aber die gingen alle nicht aufs Tor. Das ist ein Stück weit schade. Hamburg hatte noch die eine oder andere Chance. Aber ich denke, der Sieg geht in Ordnung. Ich nehme die Punkte auf jeden Fall dankend an. Bayern spielen unentschieden in Hoffenheim oder gegen Hoffenheim. Zu Hause haben sie gespielt. Okay. 3 Monate fällt jetzt Usman Dembele aus, Freunde. Das heißt, er wird erst im Februar wieder am Start sein. Das ist natürlich bitter. Gebrochener Knöchel für den jungen Mann. Schade. Und ja, meine Freunde, hier haben wir einen Scouting-Bericht. Und zwar hatte ich den Kollegen ja nach Afrika geschickt, in die Elfenbeinküste. Und dieser hat mir diesen Bericht hier gegeben, Freunde. Und ihr habt ja gesagt gehabt, beziehungsweise einige haben kommentiert, vielen Dank dafür, dass die Gesamtstärke ungefähr bei 50 liegen sollte und dann halt das Potenzial gucken. Ich finde, das Potenzial ist hier bei dem Kollegen ziemlich weit auseinander. Also 92 und 66. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht so zwischen 75 und 92 oder so. Wäre jetzt okay. Aber wir werden diesen Ismail Kouassi 16 Jahre mal holen. Und wir werden ihn verpflichten als, ja, der kann hinten drin alles spielen, so wie ich es gesehen habe. Und ja, der Rest ist jetzt nicht so knalle gewesen. Wir schauen mal hier weiter. Und da haben wir schon einige andere Spieler oder mehrere Spieler. Wir schauen mal Gesamtstärke. Ja, hier ist zwischen 46. Also die beiden kommen eigentlich in Frage, glaube ich. So wie ich es jetzt verstanden habe. Kann sein, dass ich hier komplett Kappes baue. Und dieser Lorenzo Brün, fast der De Bruyne, der kommt, glaube ich, nicht so in Frage, weil der nur 77er Potenzial hat. Aber der hier hat eine 94. Das heißt, der könnte so ein so ein Pogba sein, weil der spielt ja in der Zentrale. Wir werden den Lars. Oh, Lars. Lars wieder am Start, Freunde. Den werden wir verpflichten. Und den Rest, ja, das lassen wir erstmal, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben noch ein Scouting-Update. Und zwar hier. Ja, die Brasilianer, Freunde. Da haben wir 6 Stück am Start. Wir schauen. Oh,
Was ist das denn für einer? Afonso Cabral. Maschine oder was? 17 Jahre alt, schon 56 bis 74 und bis 91 hoch. Rechter Flügel. Ja, der wird verpflichtet, Freunde. Und wir haben hier noch... Ja, noch einen. Bruno Ferreira. Wir müssen mal jetzt schauen. Wir dürfen nicht zu hastig sein jetzt hier. Ich würde sagen, wir werden den Bruno Ferreira 15 Jahre auch machen. Und den Rest werden wir lassen. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig mache. Ich habe echt keine Ahnung davon, Freunde. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und ja. Ja, wunderbar. André Schöle fährt zur Nationalmannschaft und verletzt sich erstmal für 8 Wochen. Das heißt, Dembele verletzt, Schöle verletzt. Gegen die Bayern muss wohl ein Emre Mor ran. Das ist jetzt meine Wunschliste, Freunde, die ich aus den Kommentaren erstellt habe, die ihr mir unter das letzte Video geschrieben habt. Ich gehe die kurz durch und dann sage ich so kurz meine Meinung dazu. Den El Said Hizai ist ein albanischer Kollege, der ist richtig interessant, der kam auch richtig oft. Also ich glaube, den könnten wir holen und den könnten wir uns auch leisten auf der Rechtsverteidigerposition. Dann haben wir den João Cancelo. Der ist auch 22 Jahre alt, auch ein interessanter Mann. Wir haben Hector Bellerin, der wurde auch oft kommentiert, aber ich glaube, der ist mit der teuerste von denen. Mit Emre Can, schätze ich jetzt mal. Wir haben noch Benjamin Henrichs, der ist ja jetzt, hat auch gegen Dortmund gespielt, als ich im Stadion war. Und der macht einen richtig guten Eindruck, den können wir auch holen. Wir haben Emre Can, den wollten auch einige, aber ich glaube, den kann ich schon mal löschen, weil der ist jetzt erst zu Real gewechselt, wäre ziemlich teuer und... Aber ich lasse ihn mal drauf, ihr könnt dann ja noch entscheiden. Und wir haben noch den Moussa Dembele, hat einer kommentiert, von Celtic als Backup-Stürmer. Aber ich habe da noch einige Ideen, die kommen dann in der nächsten Folge, weil wir können ja jetzt noch keinen Transfer tätigen. Aber ich habe euch wieder nach Snaps gefragt, Freunde. Und ich denke, viele werden bezüglich Transfers sein. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. So, ihr wisst ja, Freunde, Boxen, dies, das, Ananas. Und ich habe jetzt hier wieder einige Snaps. Vielen Dank. Ihr könnt mir gerne folgen, MetiHD heiße ich auf Snapchat. Und ich fange jetzt einfach mit dem ersten an. Und zwar ist das der Gentik Açan. Ich weiß nicht, türkisch hört sich das nicht an. Schauen wir mal. Hol Rashica von Vitesse Arnhem. Rashica von Vitesse Arnhem, Freunde. Wir schauen uns das kurz mal an. Ich weiß nicht. Gentik Açan. Könnte auch albanisch irgendwie in die Richtung sein. Ich weiß es nicht, aber hört sich interessant an, Freunde. Von Vitesse Arnhem. Ich schau mal kurz nach. Und da ist der Kollege auch schon, Freunde. Der kommt aus dem Kosovo und ist einer von Europas Wunderkindern. Der war nämlich bei UEFA auf der Seite, wurde auch schon vorgestellt. Also richtig interessanter Kerl. Wir machen weiter, Freunde. Und zwar nehmen wir den MBM Power 1927. Mal gucken, was der zu sagen hat. Ich muss die Box direkt mal holen. Viel Spaß beim Karrieremodus. Sein Karrieremodus ist echt der Beste. Freunde, lobende Worte hört man natürlich immer gerne. Vielen Dank, Bruder. Vielen, vielen Dank für den Support. Wir nehmen den Matteo Montedoro als letzten, Freunde. Mal gucken, was der zu sagen hat. Ich habe eine Idee. Also du könntest dir ja mal Nolas holen und dann hättest du Ginter als gutes Backup für Piszczek. Weißt du also, wenn du in der Transferphase bist. Manolas und Ginter auf rechts. Ich finde den Ginter nicht so den richtigen Rechtsverteidiger, Freunde, muss ich ehrlich gestehen. Und deswegen will ich mir da schon einen jüngeren, guten Rechtsverteidiger holen. Vielen Dank nochmal an alle Snaps, Freunde. Ich schaue mir die immer mal wieder an, weil es einfach einen motiviert, weiterzumachen. Weiterzumachen, Videos weiterzuentwickeln, neue Ideen zu haben. Es motiviert einen wirklich, so wie die Kommentare auch. Also vielen Dank an dieser Stelle. Und ich habe auch noch einige Male gelesen gehabt, hol doch den Alassar Maxima zurück. Aber leider ist da im Weg, dass er verliehen ist, Freunde. Der spielt momentan bei SC Bastia. Und wir könnten ihn jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, man könnte ihn, glaube ich, anfragen. Aber ob man ihn dann kaufen kann, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Guckt euch die Frise an. On point. So, das Spiel gegen die Bayern steht an, Freunde. Ihr könnt sehen, Emre Mor spielt rechts. Ich hätte natürlich jetzt auch den Aubameyang nach rechts stellen können. Hätte dann dafür den Ramos vorne reinstellen können. Aber ich möchte den Aubameyang vorne haben, Freunde. Ja, ich hätte das jetzt so machen können. Vielleicht soll ich es so machen. Ich glaube, ich mache es erstmal so. Dann bringe ich den Emre Mor später rein und tue den Aubameyang vielleicht vorne später reinstellen. Emre Mor dann erstmal auf die Bank. Unsere Bank stellt sich folgendermaßen zusammen. Und ja, da fehlt halt wirklich jetzt so die Offensivkräfte. Die sind halt hier, ne? Und da kann man halt nichts machen. Ich würde den Süle auch nochmal mitnehmen, falls da irgendwas hinten passiert. Wobei Bachtra haben wir auch mit. Der ist ein bisschen flexibler, glaube ich, in der Hinsicht. Aber das ist unsere Aufstellung. Ich glaube, das geht klar. Und damit versuchen wir jetzt, die Tabellenführung zu verteidigen. Los geht's. Da sind wir auch, Freunde. Signal Iduna Park.
gegen die Bayern. Und viele haben sich gefragt, warum läuft jedes Mal vor den Heimspielen You Never Walk Alone. Es ist im Stadion so. Also in Dortmund ist das ja so, sag ich mal, die Hymne. In Mainz ist es auch so. Bei Celtic Glasgow, Liverpool ist auch noch, das weiß ich auch noch. Also einige Vereine haben diese Hymne als Einlaufmusik oder vorher, um die Stimmung so auf den Pegel zu bringen, sag ich mal. Und deswegen habe ich das hier auch eingebaut aus dem Stadion live. Und das finde ich auch ziemlich nice. Also die Hymne ist wirklich die Fußballhymne überhaupt, finde ich, You Never Walk Alone. Und sollte auch nicht jeder Verein benutzen. Aber zu Dortmund passt das, weil das machen die auch schon seit ein paar Jährchen. Und deswegen, ich hoffe die ganze Zeit, dass wir nochmal die Tabelle sehen können. Aber irgendwie hoffe ich, glaube ich, umsonst. Ich drücke jetzt einmal weiter, vielleicht kommt die nochmal. Ja, denkst du, ich glaube, jetzt sind wir auch schon beim Anstoß. So ist es. Und der Schiri Jascha zur Heide. Die Bayern haben Anstoß. Kommt schon. Jetzt auf Castro und unten ist viel Platz für Pierre-Emerick Aubameyang. Wir ziehen einfach mal ab. Aubameyang und Neuer. Erste dicke Chance. Schmelzer legt ab auf Ramos und da ist Mats Hummels. Castro. Gonzalo Castro geht vorbei. Castro und jetzt oben Marco Reus. Marco Reus, kann er das Ding versenken? Es ist so und wir führen 1-0. Marco Reus. Reus, Freunde. 1-0. Komisch für mich als Bayern-Fan jetzt hier zu jubeln, aber es ist ja scheißegal, Freunde. Wir führen ganz stark. Irgendwie haben die ja keinen Zugriff bekommen und der Pass in die Schnittstelle von Gonzalo Castro. Perfekt. Und das 1-0 durch Marco Reus. Er trifft schon wieder. Schon wieder, Freunde. Und das müsste sein drittes Tor sein. So ist es. 12. Spielminute, frühe Führung für uns. Ganz stark. Und wieder viel Platz für Marco Reus. Jetzt gegen Mats Hummels im Laufduell. Den sollten wir stehen lassen. So ist es. Marco Reus, jetzt müssen wir schauen, wo wir den Ball hinspielen. Wir legen zurück, da ist Guerrero. Das ist doch einfach, Freunde. Wir schießen die Bayern hier fast schon aus dem Stadion nach 17 Minuten. Und der Guerrero macht den Depp. Scheiße, den soll ich ja nicht machen. Aber scheißegal, Freunde, den habe ich jetzt einfach mal so aus Reflex ausgepackt. Und Reus lässt Hummels stehen. Das ist ja Arbeitsverweigerung. Und Guerrero kann ihn ganz einfach reinschieben. Ganz lässig zurückgespielt in den Rückraum. Und das ist auch schon sein zweites Saisontor. Und wir führen nach 17 Minuten 2-0 gegen die Bayern. Aber wir haben eben gegen Hamburg gesehen, es kann ganz schnell gehen, dass man ein Türchen kassiert. Und dann sind die auch wieder zurück. Das heißt, hier jetzt hinten gut stehen. Ja, da ist es schon. Da kommt es schon. Oh, pass auf, abseits. Glück gehabt. Robin gegen Bender. Robin wird nicht mit einem schwachen Fuß flanken. Das wird er auch in echt nicht machen, glaube ich. Und jetzt vielleicht, jetzt muss er mit dem schwachen Fuß und der kommt gut und der ist drin. Genau so, wie ich es gesagt habe. Er flankt dann auch noch mit dem rechten Fuß auf Franck Ribéry. Und die haben Eriksen geholt. Christian Eriksen haben die geholt. Und Birki, ja, aus der kurzen Distanz kann man da keinen Vorwurf machen. Und schon wieder, wir liegen 2-0 vorne, kassieren den Anschlusstreffer. Die Halbzeitstatistik, Freunde, und guckt euch mal diese Passquoten an. Das ist ja von einer anderen Welt. 96% bei den Bayern, 92% bei uns. Und relativ ausgeglichenes Spiel, wir hatten noch die ein oder andere Chance. Die Bayern haben ihren ersten Torschuss auch zu einem Tor ummünzen können. Bei uns ist es fast ähnlich, aber 92% Passgenauigkeit bei uns ist auch nicht schlecht. Und jetzt kommt noch Marek Hamšík ins Spiel. Uiuiui. Forsten Hamšík, was ein Ding, habe ich gar nicht mit gerechnet, weil er so angekullert ist. Und jetzt kommt erst Robert Lewandowski rein. Uiuiuiui, Freunde, jetzt wird das eine heiße Kiste. Lukas Piszczek, vielleicht jetzt mal hier den Aubameyang schicken. Aubameyang, jetzt durch, kein Abseits. Aubameyang und Neuer, was eine Parade. Guerrero am Ball, was machen wir? Wir versuchen den Ball zurückzuspielen, da ist Schmelzer. Ein weiter auf Reus, zieh ab, ich habe ihn drin gesehen. Reus, lauf dem Hamšík fort, lauf den fort. Marco Reus und die Grätsche und das ist ein Elfmeter. Das ist ein Elfmeter. Ich wollte noch den Trick machen, um vorbeizuziehen. Aber Mats Hummels, kein gelungenes Comeback hier. Es gibt den Elfmeter für uns. Oh, 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 Freunde. Aubameyang steht bereit. Obame. So, wohin schießen wir? Wir schießen nach rechts und er ist drin. Aubameyang macht das dritte Ding. Und somit verschaffen wir uns nochmal ein bisschen Luft, Freunde. Aubameyang. Aubame. Macht das Ding rein, Freunde. Ganz stark.
3:1, 60. Spielminute, 2 Tore Führung wiederhergestellt, aber wir müssen trotzdem noch tierisch aufpassen und schöne Keeper verladen, gut gemacht. Manuel Neuer keine Chance bei diesem Elfmeter und wir führen 3:1. Und da ist Adrian Ramos, der hat ja noch gar kein Wörtchen zu sagen gehabt. Und da ist er, da legt er den Ball vor für Guerrero. Für die letzten 10 Minuten mache ich nochmal hier ja ein bisschen Rotation hier, damit die Jungs auch mal zum Zuge kommen. Pulisic, Şahin und Emre Mor, Aubameyang kommt vorne rein. Aber Ramos, ja, er war nicht auffällig, aber er hat ziemlich gut gespielt. Jetzt verlieren wir den Ball hier. Richtig dumm gemacht. Wir gewinnen, Freunde, gegen die Bayern 3:1 zu Hause und bauen unsere Tabellenführung aus. Ihr könnt die Statistik nochmal sehen. Die Bayern hatten in der zweiten Halbzeit auch ein paar Chancen. Wir waren halt eiskalt. Wir waren richtig kaltschnäuzig und das gefällt mir. So, Freunde, Champions League-Spiel gegen Legia steht an und ich passe diesmal auf, denn ich habe die Champions League-Trikots hier jetzt an, auch wenn da jetzt Bundesliga-Wappen drauf ist. Wir werden so spielen, gelb-grün, das kann man gut erkennen, denke ich. So spielen wir. Wir spielen in einer falschen 9, diesmal was anderes, weil ich so ein bisschen rotieren möchte, weil wir auch keinen Stürmer jetzt haben, weil Aubameyang und Ramos beide gespielt haben. Somit spielt Götze die falsche 9, Pulisic links, Giao spielt rechts, Şahin, Rode, Kagawa, Durm, Bachtra, Süle und rechts spielt der Ginter, auch wenn ich ihn jetzt nicht so als Rechtsverteidiger sehe. Aber ich möchte ihn mal ausprobieren, gucken, wie der so ist. Vielleicht kann man ihn ja wirklich als Backup nehmen, ansonsten den Passschlag halt. Aber ja, das ist unsere Startelf, Weidenfeller am Tor. Lego. So, da sind wir dann auch schon, Freunde. Champions League Rückspiel gegen Legia Warschau. Und wir haben die Chance, glaube ich, zumindest das Weiterkommen zu sichern. Mit 12 Punkten sollte man weiterkommen. Und ich glaube, die anderen haben Real Madrid 6, die anderen beiden 4. Das heißt, wenn wir hier verlieren, haben die 7 und wir 9. Dann kommt Legia nochmal an uns ran. Aber zu Hause verlieren kommt gar nicht erst in die Tüte. Götze. Götze geht mal an allen vorbei. Und was ein Dribbling das ist! Ich wollte noch querspielen, aber er hat es nicht hinbekommen. Und dann war der Ball abgeprallt. Und dann habe ich selber geschossen. Scheiße! Und jetzt aber, jetzt haben wir das klasse durchgespielt. Und das Ding ist im Netz. Ich glaube, es ist Sebastian Rode. Oh, Freunde, da war ich so konzentriert. Ich wollte das Ding durchziehen und nicht wieder die falsche Entscheidung treffen. Das war sau wichtig, dass wir den reinmachen und wieder reingeht. Das schauen wir uns auch nochmal an. Guckt euch das an. Der Ball wird zurückgespielt. Ich war kurz auf uns zu schießen wieder aus dem Spitzenwinkel. Und dann mit dem linken Fuß Pfosten rein. Ganz stark von Sebastian Rode. Wir führen 1:0, das ist sau wichtig. Lissabon und 0:0. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht für uns, dass Sporting gegen Real noch 0:0 steht. Bei uns ist das absolut verdient, dass wir hier führen. Warschau hat nicht viel zu sagen. Weiter geht's. Der Ball kommt irgendwie zu Rode. Und der Ball gehalten vom Keeper Giao, liegt quer. Es gibt Ecke. Und das Spiel ist zu Ende, Freunde. Wir gewinnen 1:0. Eine dürftige zweite Halbzeit, aber es war, denke ich, ganz in Ordnung. Wir hatten Legia immer noch im Griff. Und jetzt schauen wir, wie Real Madrid gespielt hat. Und das Spiel ging 1:1 aus. Das heißt, es sind noch 2 Spiele. Wir haben 4 Punkte? Nee, mehr. Wir schauen einfach mal auf die Tabelle. So, Freunde, wir haben jetzt 5 Punkte Vorsprung bei einem verbleibenden Spiel. Das heißt, wir sind durch. Wir sind durch. Wir schauen dann auch ganz schnell auf die Bundesliga-Tabelle, bevor wir das Spiel gegen Frankfurt simulieren. Und wir haben jetzt 6 Punkte auf die Bayern-Vorsprung, 3 jeweils auf Leverkusen und auf Schalke. Und Schalke hat immer noch kein Spiel verloren. Freunde, gegen die haben wir in der letzten Folge verloren. Und das ist echt krass. Und jetzt simulieren wir das Spiel gegen Frankfurt, Freunde. Auswärts, ihr könnt sehen, wir spielen mit der Top-Aufstellung und wollen hier die 3 Punkte mitnehmen. Und hoffen wir, dass das gut geht. Ihr meintet auch, ich soll nicht skippen. Live-Reaktion. Freiburg führt gegen RB Leipzig. Das freut mich sehr, aber 1:1 direkt. Schade. Bei uns passiert nichts. Gelbe Karte für Medjovic. Und da ist das Tor. Gonzalo Castro, aber wir kassieren auch das 1:1. Stendera, Passlack kommt für Emre Mor. Und da ist Marco Reus mit dem 2:1. Jetzt fahrt das Ding nach Hause, Freunde. RB Leipzig 2:2. Wir müssen hier auf uns gucken. Und die letzten Minuten. Kassiert kein Tor. Oczipka, rot und das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen 2:1, 2:2 bei Freiburg. Hoffenheim gewinnt in Gladbach. Und das ist doch gar nicht mal so schlecht von uns.
An dieser Stelle machen wir dann weiter, Freunde. Wir gehen in den Dezember rein. Wir spielen im nächsten Spiel gegen Real Madrid in der Champions League. Dann gegen den FC. Dann im DFB-Pokal gegen Gladbach und Hoffenheim in der Liga. Ihr könnt jetzt in den Infokarten, mache ich das ab jetzt, bestimmen, welche Spiele oder welches Spiel ich am ehesten simulieren soll. Das heißt, ihr müsst jetzt dafür abstimmen, nicht für die, die ich spielen soll, sondern für die, die ich simulieren soll. Also, Hoffenheim, Gladbach im Pokal, Köln oder Real Madrid, Freunde. Und dadurch, dass wir in der Champions League durch sind, wir können nicht mehr Zweiter werden, wäre es eine Überlegung wert, gegen Real zu simulieren, weil es eigentlich an sich keinen Wert hat. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Dann müssen wir eher auf DFB-Pokal oder auf die Liga schauen. Und das entscheidet ihr, Freunde, oben in den Infokarten. Einfach mal draufklicken. Und ich bin raus. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.